Hallo Leute und willkommen zurück im Bonuskapitel von Awakening, der schwarze Baum. Ja, wir sollten uns hier noch weiter umschauen und Dinge tun. Wir haben hier unsere deaktivierte Kette, was sagte er? See the gray tips of the roots? This elder tree has been tainted by dark magic. Reveal it and it will speak to you. Mache ihn sichtbar. Aber ich kann ja hier nichts machen, wenn die deaktiviert ist. Kann ich den wieder aktivieren oder macht das Ding das dann hier? Ach, da ist ja noch eine Fee. Also hier kann ich ja gerade nicht viel machen, oder? Nee, irgendwie nicht. Dann gehe ich hier nochmal weg. Es gibt ja hier noch so viel anderes Schönes. Zum Beispiel das da oben. Was ist das? Ich wette, da oben sind noch mehr Eichen. Bekomme ich sie da runter? Was ist das denn überhaupt für wie? Jetzt muss ich sie nur noch einsammeln. Mit unserem Säckchen. Komm, komm, wirf mal noch mehr da runter. Anscheinend brauche ich die. Ist das ein Fernseher? Ein Kobold-Teleportal. Kann ich bestimmt gut gebrauchen, aber ein Knopf fehlt. Und die Zielkoordinaten kann man auch nicht eingeben. Nee, aber du hast ein paar Münzen gefunden und es sieht trotzdem aus wie ein Fernseher mit einem Wald hier. Schmeißen die Leute überall ihren Müll hin. Ein Kobold-Siegel. Hier wird das Teleportal aktiviert. Ja. Dann haben wir hier noch so Verbänder oder Verband, genau. Können wir die Münzen da, die sehen so ähnlich aus? Nein, keine Chance. Keine Chance. Eine magische Quelle. Moment. Früher konnte man immer da aufladen. Yay. Und es geht auch wieder. Jetzt ist er aufgeladen. Nee, nee. Können wir den wieder benutzen? Guck mal. So, you are the one who saved us from the taint. Truly, you have done us a great service. Though the taint has been ended, the dark magic used still seeps through the soil of our land. While I am unaffected, the pixies living within my trunk and roots have been falling ill. Mhm. Please, Sasha. Use the device on my roots to shrink yourself and help save the pixies. In return, my magic will show you your future. Take this. It will help fix the device. Ach, das ist ja cool. Ja, möchte ich. Der Baumälteste hofft, dass ich die Mission erfolgreich abschließe. Das finde ich ja cool. Das gefällt mir, die Idee. Alright. I leave this mission in your hands. Good luck, Sasha. Ach so, er geht jetzt. Tschüss, Longhorn. Mach's gut. Oh, da unten liegt etwas, aber ich komme nicht heran. Ja, ich werde auch weiter nicht daran kommen, nehme ich mal gerade an. Ich brauche dann erstmal was Langes. Das funktioniert jetzt hier? Leider nicht. Also ich brauche hier Rohrkolben und da brauche ich diese Eiche. Aber anscheinend brauche ich auch noch mehr davon. Na gut. Was kann ich denn mal machen? Mit meinem Verband oder meinen Münzen oder ich weiß auch nicht. Die gehören da aber nicht wieder hin, ne? Nee. Oh, es piept mal wieder. Es hat lange nicht gepiept. Hier, komm, hol dir das Verband, kleiner Vogel. Kleine Katze oder was auch immer du bist. Ja, was mache ich jetzt? Ach, ich kann das da... Ach, so kann ich das rausholen. Kapisch. Sense. Mit der Sense kann ich doch bestimmt... Nicht nur das, aber ich kann damit bestimmt auch diese Pflanzen absäbeln. Wenn ich wüsste, wo die überhaupt stehen. Ich habe die noch gar nicht gesehen, die ich dahin bringen soll. Hier vorne vielleicht? Rohrkolben. Geht doch. Ach, die heißen Rohrkolben? In irgendeinem Let's Play habe ich mal gesagt, dass ich früher als Kind, wenn ich die so am See und so gesehen habe oder so an Feldern, also da, wo es halt wässrig war, an Feldern, wo halt ein Teich dann war und so meine ich, da standen dann halt auch immer früher als Kind solche Dinger und die habe ich dann immer Buppel genannt, weil die hatten immer so einen braunen Buppelkopf
Und wenn man die waren aber innen ganz weiß und flauschig und dann konnte man die so auseinanderrupfen und hatte so 1000 Pusteblumen in der Hand, so ungefähr. Ich habe die immer Puppel genannt. Ich wusste bis heute nicht, wie die heißen. Sie heißen Rohrkolben anscheinend. Aber Puppel klingt lustiger. Naja. Anscheinend habe ich aber irgendwie nicht genug von diesen Eicheln, ne? Soll ich dem eigentlich was spenden hier noch? Was kann ich mit dieser Sense denn noch machen? Da wird das Teleportal aktiviert. Das kann ich aber nicht mit meiner Kette. Okay. Wie kriege ich denn noch mehr von ihm hier? Ich wette, da oben sind noch mehr. Ich, dann hol die Dinger doch runter. Was soll ich denn machen? Ich brauche mal einen Tipp, was ich machen soll. Ich soll doch gar nicht hier hin. Ich soll hier hin. Was willst du denn von mir? Ich hab nichts. Ach, da ist was ich noch nicht entdeckt habe. Finde die zu den Umrissen passenden Kieselsteine. Okay. Also jetzt sind so ein langer noch und dann der da. Waren doch alle, oder? Ja. Ah, okay. Was haben wir hier? Sattelteile. Aha. Kann ich die einfach... Ah, ich kann die reparieren, einfach zusammenbauen, sozusagen. Fertig. Ein Sattel für Pferde oder für geflügelte Einhörner, aber es fehlt immer noch etwas. Ja, was denn? Weil ich habe nichts gerade, was ich glaube, was daran soll. Dann weiß ich auch nicht. Kieselstein. Was mache ich mit dem Kieselstein? Vielleicht will das Vieh da oben ja Kieselsteine oder die gehören hier rein. Nee. Ah, er will was zum Spielen und dann kriege ich die Eicheln. Gut. Jetzt habe ich auch alle, glaube ich. So. Und? Jetzt fängt es auch an zu leuchten. Und jetzt kann ich in den Baum. Ah, ist das süß gemacht. Bin ich jetzt eigentlich klein? Weil das sind jetzt alles so, das sind so Knopftische. Ich sollte mit ihrer Königin reden, bevor ich mich hier umschaue. Ah. At last, the Elder Tree has found our savior. My people suffer slowly but surely and have grown apathetic and lethargic. More than any physical disease, the taint has affected their minds. I know of a cure, a healing spring within an island's cave. My people have long aimed to journey there ourselves, but those who have not turned uncaring spend their days looking after the worst cases. Speak to the coordinator. She's not who she used to be, but she'll help transport you to the island. And take this. These pipes will help you along the way. Das ist ja süß. You have our gratitude for this. And a pixie always repays her debts. Oh, hab ich doch gern gemacht. Toll, wir haben jetzt so eine Zelda-Flöte hier irgendwie bei uns. Oh, so you're the one going on the expedition. I'd go with you, but as you can see, I'm wilting from the taint. Don't worry, it doesn't hurt. But it makes us too weak to fly for long. To get to the cave, you'll need to fix the porting device at the grove outside. The goblins made it so that we could trade with them. The porting device needs the right coordinates to bring you to the cave. They're somewhere inside this office here.
You'll help me find it, won't you? Na klar, auch wenn die immer so ein bisschen leicht angesoffen klingt. We will help you. Ich bin eigentlich kein Typ, der bei anderen einbricht. Vielleicht darf ich ihren Füller haben. Wenn ich ihr einen Gefallen getan habe. Kohle? Nee, du möchtest hier, dass ich aufräume bei dir, oder? Melone suche ich. Das war nicht die Melone. Okay, wo ist denn die Melone? Ich sehe eine riesige Erdbeere. Fernrohr, Zauberstab, Vogel. Oder auch Melone, Kompass, Windrad. Kompass. Sind die Sachen jetzt alle viel größer oder? Weiß auch nicht. Ich suche hier irgendwelche Sachen. Zauberstab. Die Koordinaten, aber sie sind in Stücke zerrissen. Super. Das kriegen wir ja wohl hin. Tada! Koordinaten. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Sieht nur alles so komisch aus. Schwer erkennbar. Vielleicht muss ich noch was... Ach, das war der Schuh. Ach so. Da war das Einhorn, da ist der Hut. Ich suche immer noch einen Hut. Ist hier ein Hut? Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Ich klicke jetzt hier mal wild rum, weil es sieht... Das war der Hut, okay. Ach, da ist auch das Fernrohr, sehe ich jetzt. Boah, ist das gut getarnt. Echt gut gemacht. Da ist der Vogel. Das war jetzt echt schwierig zu erkennen. Great work. We make a good team, don't we? Is there anything else you need? Oh, I know. You've been staring at my pen. Don't be shy. Okay. Take it. Dankeschön. Und den Code. Hau rein. So. Da ist noch eine Fee. 31 haben wir jetzt. Wer ist das? Sie will mehr Ballgins. Have you met the coordinator? She's always been lazy, even before the taint. The only hardworking fellow here is me, and the queen, of course. I work so hard, my shop's still up even with all the commotion. Ja, der klingt auch so ein bisschen fitter irgendwie. What, you want me to give you things for free? Sure, you say you're helping us, but I don't see the proof. The best I can do is a discounted price. Take it or leave it. Ja, machen wir. Aber das reicht noch nicht, oder wie? Mehr Ballgins. Sie akzeptiert Ballgins die Währung. Ich sage nicht sie, es klingt eher wie ein Kerl. Sie akzeptiert Ballgins die Währung der Kobolde, genau wie bei mir zu Hause. Ach, dafür haben wir aber das bekommen. Und für einen haben wir das bekommen. Okay. Dann keschern wir mal hier rum. Was hortet die Ameise da? Ich kann es nicht erkennen. Ein leeres Ameisenloch, da kommt mir glatt ein Gedanke. Ja, was denn für einer? Soll ich da jetzt... Keine Ahnung. Das ist ihre magische Quelle, die auf Wunsch schrumpft oder vergrößert. Das ist ja cool. Wir könnten ja wieder raus und dann Sachen erledigen jetzt mit unseren Sachen, die wir haben. Zum Beispiel können wir das jetzt hier cachern. Dann haben wir nämlich noch eine Münze. Dann gehe ich nochmal rein. Gib ihm noch eine Münze, weil ich wissen will, was ich für zwei kriege. Ach, das ist ein Knauf. Ach, das ist gar keine Münze. Ah, habe ich mich verguckt. Macht nichts, brauchen wir auch für den Fernseher. Der Knopf ist dran, aber wie gebe ich die Zielkoordinaten ein? Hier. Alles bereit, ich sollte einen Blick auf den Bildschirm werfen. Stelle mit Hilfe der Knöpfe die richtigen Zielkoordinaten ein. Beachte die Art der Linien und den Zielort. Also soll ich jetzt die immer nachstellen? Oder wie? Gut, dann muss ich das ja erstmal finden.
Das ist da vorne. Und das ist da unten. Das ist da. Und das da. Das da. Das da. Das da. So, jetzt habe ich die alle exakt dieses komische Gebäude hier gerichtet. Warum stimmt das jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Was habe ich falsch gemacht? Muss man die nach unten und nach oben packen? Und ich bin nur zu doof und verstehe das hier nicht. Aber es würde doch gut gehen hier. Vielleicht muss die gestrichelte Linie... Ich weiß auch nicht, vielleicht müssen die da außen bleiben. Warte mal, die ganz links. So. Dass die hier bleiben. Nee, geh mal wieder nach rechts. So. Dass die da so bleiben und dass man die gar nicht anrührt. Aber auch nicht richtig. Hä? Stelle mit Hilfe der Knöpfe die richtigen Zielkoordinaten ein. Beachte die Art der Linien und den Zielort. Die Art der Linien. Dahinter ist jetzt auch beides, ne? Wie? Muss mal ein bisschen besser gucken. Ich nehme die mal wieder weg. Wieso habe ich jetzt einen Tipp genommen? Ach so, hier auf diesem Ding sind gestrichelte Linien. Moment, dann sollen die blauen weg. Kann das sein? Dann machen wir die gestrichelten mal hin. Aber die blauen müssen weg. So sehe ich das jetzt. Und wahrscheinlich gibt es bei den gestrichelten auch noch einen Unterschied. Nehme ich mal an. So, die... Was mache ich aber mit den blauen? Es ist irgendwie ganz schön schwierig, das Rätsel, muss ich gerade mal so sagen. Irgendwie, wenn man es noch nicht kapiert hat, zumindest. So. Ja, hier haben wir nämlich unterschiedliche Striche. Darauf habe ich nämlich die ganze Zeit gar nicht geachtet. Ja, aber das muss ja mal zu schaffen sein. Also nur die gestrichelten. Das, dann ist es doch gar nicht schwer. Nur weiß ich nicht, was mit den anderen ist. Es ist wahrscheinlich egal, wo die sind oder so. Gut, dann nehmen wir mal den hier. Das ist auf jeden Fall der richtige Strichel. Das hier nicht. Den darf ich nicht nehmen. Den auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Den nicht, den rechts will ich hier haben. Der soll bleiben, den brauchen wir nämlich. Den will ich haben, genau. So. Die sind ja wohl dann richtig, oder nicht? Weil das sind die Strichellinien, die wir auch brauchen, die hier unten angezeigt werden. Nur was ist mit den anderen? Wo gehören die hin? Weiß ich jetzt halt gerade nicht. Ich weiß nicht, wo zum Beispiel der jetzt hier hingehört. Weil ich darf den doch nicht da draufsetzen. Das wäre ja Quatsch. Vielleicht muss die blaue Linie auch nochmal drauf. Aber wir haben eine extra blaue Linie. Das glaube ich also nicht, dass das richtig wäre. Die blaue Linie kommt noch. Wenn ich die nur einfach mal nehmen könnte so. Komisch irgendwie. Ich brauche halt mal so einen Weg, damit ich einmal weiß, wie es geht. Wo soll denn Blau jetzt hin?
Blau jetzt mal nach oben, bitte. Danke. Sind jetzt alle weg. Alle schön weg. Und trotzdem kann ich, ist es nicht richtig. Manno, warum denn nicht? Nehme ich jetzt mal so einen blauen. Was soll ich denn sonst machen? Und was mache ich mit den anderen? Warum soll ich den jetzt nehmen? Den soll ich doch gar nicht nehmen. Die blaue Linie. Und das Pferd ist da. Da. Schön. Blau habe ich jetzt drauf getan. Vielleicht kommen die anderen drüber. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert gehabt. Also, dass die anderen zuerst kommen, sozusagen. Also, dass es blau unten sein muss. Oder blau soll ganz oben sein. Einer fehlt mir noch. Oh. Ich weiß auch immer nicht, welcher das ist. Deswegen probiere ich hier immer so dusselig durch. Muss die dann immer alle nochmal machen. Da ist er. So, blau vielleicht nach oben. Es geht einfach nicht. Ich bin zu doof für dieses Rätsel. So. Ich weiß nicht, blau oben, blau unten, alle auf das, andere woanders hin. Ich, keine Ahnung. Ein bisschen mehr Tipp würde ich mir hier eigentlich wünschen, aber gibt's nicht. Deswegen probiere ich jetzt einfach so lange mal aus, dass ich einen schaffe und schalte dann für den nächsten Part wieder zu, damit ich überhaupt mal weiß, wie das hier geht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.